Hallo und herzlich willkommen endlich hier zurück in der Brick World zu einem weiteren Update. Und ihr habt es vielleicht schon gesehen, hier rechts steht ein Brett auf dem Boden, fast schon an der richtigen Stelle von der Größe her. Kann man sich wahrscheinlich schon denken, wo das Ganze hingehören wird. Und zwar kommt das hier unter diesen Zwischentisch und werden heute hier mit dem Untergrund anfangen, weil die Position davon ist relativ wichtig für alles andere, was im Untergrund kommt. Ihr habt ja hier schon den Eingang gesehen. Ich muss damit auch probieren, wie hoch das Ganze sein muss, auch für den Übergang unter den Gleisen. Also bleibt dabei für heute. Und hier seht ihr die ersten Testarbeiten. Ich probiere jetzt gerade aus, was die richtige Höhe ist, die ich brauche, um hier unten ordentlich bauen zu können. Wie immer, die Unterkonstruktion fachmännisch, wie immer, habt ihr das letzte Mal schon gesehen, dass ich ein Brett eingezogen habe, aber es hilft dabei, das einigermaßen auszujustieren. Ich habe jetzt auch hier oben mal die Technik ein bisschen angebracht, hier mit Lochband. Das muss ich immer ein bisschen ordentlicher machen, auf jeden Fall, aber jetzt reicht es erstmal, um das hier zu machen. Hier wird, wie gesagt, dann gleich da wird es gleich nach unten gehen, da kommen ein Weg nach unten hin. Und es wird dort einiges an Steinen verbraucht werden, also es ist wirklich einiges zu tun. Hier, das Brett ist jetzt drin, ich habe es mit Winkeln festgemacht, auch hinten, das Brett ist deutlich tiefer, als es eigentlich sein müsste. Aber ich wollte unbedingt bis zu hinten an diesen Pfosten kommen, um eben auch da die Stabilität von hinten zu bekommen. Und hier seht ihr ein erstes Testmodul, sage ich mal, denn ich muss mal schauen, ob ich jetzt Rampen baue oder Treppen. Großer Sprung nach vorne, es gab jetzt noch kein Speedbuild, weil ich habe jetzt hier sehr, sehr viel ausprobiert. Das ist jetzt mein allererster Entwurf für das, was dort unten reinkommen wird. Das ist übrigens der Weg, der später mal zur Tiefgarage führen wird. Hab da ja mal einiges erklärt gehabt, wie das Ganze unterirdisch miteinander verbunden sein wird. Rechts hier geht es zur Tiefgarage, hinten seht ihr übrigens, wie ich hier die Fahrpläne anmontiert habe mit einer anderen Bautechnik. Und das Ganze wird dann, wenn es mal fertig ist, ich laufe jetzt mal mit euch hier nach hinten, hier unten reinkommen, hat übrigens genau die richtige Größe, um noch reingeschoben werden zu können. Und das ist ziemlich genau die finale Position. Da kann man sich jetzt ein bisschen überlegen, wie das Ganze aussehen wird. Und ich denke, damit kommen wir einen ganz guten Weg nach vorne. Hier wird die Treppe runtergehen und zwar erstmal auf diese Plattform. Dann wird es ein bisschen nach vorne geradeaus gehen und dann geht es nochmal mit den Stufen nach unten, damit die Treppe an sich nicht so ewig lang ist und man nicht so hohe Sturzgefahr hat. Speedbuild, gutes Beispiel. Wir kommen jetzt mal zum Speedbuild. Und zwar habe ich jetzt hier angefangen, hier alles zu verschönern, zu auszudetaillieren, sage ich mal. An den Wänden sind die Teils schon dran. Ich habe da hinten noch einen Getränkeautomaten. Dann seht ihr jetzt so ein bisschen eine Bank, einen Mülleimer, noch ein Schild. Und jetzt kommen natürlich ganz, ganz viele Fliesen dahin. Ich habe mich entschieden, auch hier wieder dunkelgrau, also Dark Bluish Gray mit Weiß zu kombinieren. Ist das gleiche Muster, das auch im Bahnhof genutzt wird. Und ich wollte es einfach ein bisschen aufgreifen. Beleuchtung ist jetzt auch hier drin und zwar haben wir jetzt Beleuchtung hinter diesen Fahrplänen. Ich glaube, das ist eine ganz nette Sache. Das wird auf jeden Fall ganz gut aussehen später. Ich habe es noch nicht getestet, machen wir gleich noch zusammen. So, ihr seht, es ist einiges noch passiert und zwar nicht, dass unten viele Figuren hinzugekommen sind, das schauen wir uns gleich noch an. Ich habe hier oben alles soweit fertig bekommen, wie ich es brauche und ich habe sehr, sehr viele Steine in dieses Stück Treppe investiert, damit die ordentliche Stabilität hat. Dieses Stück Treppe wird später mal von oben hier drauf gesetzt werden. Das ist nämlich die Treppe, die nach oben durchs Loch geht. Die kann ich jetzt natürlich jetzt hier nicht fest drauf montieren, weil sonst kriege ich hier mein Modul später nicht mehr rein. So sieht das Ganze jetzt einfach mal provisorisch zusammengebaut aus. Höhe passt ganz gut. Links und rechts fehlen natürlich die Wände noch. Die werden wir in einem der nächsten Updates noch hinzubringen, weil wir weiter unten jetzt erstmal ein bisschen weiter bauen. Wie gesagt, das Ganze geht jetzt hier drauf und dann wird hinter dieser Wand, wo jetzt dieses große Plakat ist, wird die nächste Treppe nach unten gehen. Und ich denke, das ist eine ganz gute Lösung. Rampe wäre einfach viel zu steil geworden. Hier ist die nächste Treppe, sieht ziemlich genauso aus wie die andere. Die Treppe kommt jetzt aber tatsächlich hier hinter die Wand und führt dann komplett nach unten, dort wo dann eben die Ebene ist, wo die Leute dann zu den Bahnsteigen, zur Tiefgarage, zum Bahnhof laufen können. Und ja, was aber hier natürlich auffällt ist, ich habe hier rote Steine verwendet, die muss ich jetzt gleich nochmal rausnehmen, weil das sieht ein bisschen doof aus, auch wenn man das tatsächlich eigentlich nie sehen wird, weil das sozusagen hinter der Sichtlinie des Zuschauers ist. Aber jetzt der allererste Beleuchtungstest, ihr seht viele, viele Kabel,
Ich habe hier noch ein bisschen Licht oben angebracht und wir haben die ersten 6 Einwohner, wie versprochen. Und ich denke, die Beleuchtung sieht ganz gut aus. Das da hinten mit dem Fahrplan sieht ein bisschen greller aus, wie es eigentlich in Realität ist. Also es schlägt ein bisschen mehr die LEDs durch. Ist in Realität ein bisschen, sage ich mal, gediegener und wirkt nicht so, als wären da 2 Spots direkt dahinter. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Was wir jetzt machen, wir haben die Treppe eingebaut. Das heißt, wir können jetzt hier die andere Wand einziehen. Ihr seht auch schon, dass ich auf der anderen Seite die roten Steine rausgenommen habe und gegen graue ausgetauscht habe. Die wiederum, die roten Steine, kann ich jetzt hier nutzen, um diese Mauer hochzuziehen. Denn wir wollen natürlich ein bisschen Steine sparen und benutzen natürlich diese Mauersteine nur an den Stellen, an denen wir sie auch wirklich brauchen. Hier noch ein kleines Kabel hier. Das ist noch eine Beleuchtung, die an der Wand sitzt. Und damit kommen wir jetzt an einen guten Punkt, dass wir hier die Wand komplett hochziehen können. Und dann schauen wir mal auf der anderen Seite. Da machen wir jetzt auch noch das Modul hier. Das heißt, das Modul ist noch nicht fertig. Ich werde mir wahrscheinlich noch eine 32er Baseplate dran bauen direkt und nicht auf mehrere Module aufteilen. Auf jeden Fall machen wir jetzt hier erstmal den Boden, ganz natürlich. Für die Frage, warum ich hier Milstechnik nutze, also diese, dass ich jetzt erstmal alles aufbocke, ist, es bringt deutlich mehr Stabilität. Würde ich das Ganze jetzt hier einfach nur direkt auf die Baseplate bauen, würde das unglaublich fragil sein und das möchte ich vor allem dem Modul, das hin und her geschoben werden muss, um es einzubauen, eher nicht so haben. An die Wand kommen jetzt noch ein paar Plakate, die habe ich recycelt aus dem alten U-Bahn-Modul. Das müssen wir ja, das wird ja in der Form nicht wieder direkt reinkommen, da habe ich die jetzt mal recycelt, fand ich ganz praktisch. Die habe ich jetzt mal nicht beleuchtet, schauen wir uns später nochmal an. Ich persönlich glaube nämlich, dass eine Beleuchtung von hinten da gar nicht nötig ist, weil ich glaube, das sieht ganz okay aus, wenn es einfach nicht beleuchtet ist. Wie gesagt, schauen wir uns später noch an. Erstmal hier alles auf, teilen, haha. Und jetzt nehmen wir mal das Modul und schieben es zum allerersten Mal hier rein. Ich habe noch ein bisschen oben die Decke fertig gebaut. Ich habe noch mehr Figuren reingesetzt. Das schauen wir uns alles gleich nochmal an. Aber ihr seht, es passt wie angegossen hier rein und das Brett scheint auch einigermaßen gerade zu sein. So, jetzt Körpereinsatz, ich liege unterm Tisch und verkabel das Ganze. Ihr seht rechts das Kabel, da kommt jetzt der USB-Stecker von diesem neuen Modul heran und gleich müsste das Licht angehen, wenn ich endlich mal den Stecker richtig rumstecke. Das übliche USB-Stecker-Problem, man steckt es immer erstmal falsch rum rein, egal was man sich vorher überlegt hat. Aber ich möchte auf jeden Fall noch eine Sache machen, und zwar möchte ich zumindest den größten Teil dieses Holzstückes, das jetzt sozusagen zwischen dem oberen Tisch, also der Oberfläche des Tisches und diesem unteren Modul ist, komplett noch verkleiden. Da machen wir jetzt auch noch ein kleines Speedbild. Frisst natürlich Unmengen an Steine, aber macht natürlich einen riesen Unterschied, wenn ich jetzt einfach wirklich auch das Holz hier komplett verkleide. Weiter links mache ich es noch nicht. Erst wenn da auch das Modul unterirdische fertig ist, weil ich dann noch ein bisschen Spielraum brauche, um das Ganze zu justieren. Deshalb ist es einfacher für mich, wenn ich jetzt hier noch ein bisschen Platz habe und das Holz links noch nicht komplett versteckt ist. Ich bin ein bisschen unsicher über die Art der Farbwahl. Habe ich dann oben ein bisschen weniger Farben genommen. Aber ich denke, ein bisschen Abwechslung in den verschiedenen Erdschichten bringt noch ein bisschen mehr Leben in die ganze Geschichte. Ich habe jetzt hier auch nicht irgendwelche großen Easter Eggs eingebaut, weil ich davon ausgehe, dass diese Erdschichten beim Bau des Ganzen ziemlich durcheinander gebracht wurden und hätte man, wären da irgendwelche Fossilien oder sonst irgendwelche Sachen gefunden oder zu finden gewesen sein, hätte man die gefunden und deshalb sind jetzt hier keine Easter Eggs, außerdem glaube ich, dass wir da auch gar nicht so viel brauchen. Jetzt nehmen wir mal die Treppe ganz final hier rein, ich justiere sie jetzt erstmal ganz vorsichtig hier rein, ich drücke sie jetzt aber noch nicht an, weil ich in einem der nächsten Updates auf jeden Fall erst noch die Wände hochziehen möchte, bevor ich die Treppe hier ordentlich reinbaue. Aber ich will schon mal einfach der Optik halber hier reinsetzen, auch um ja da alles drin zu haben, was wir heute gebaut haben. Und so sieht es jetzt aus, das Finale für heute. Es sind ja 2 Baseplates im Prinzip voll, links nicht ganz, weil er durch den Übergang zum nächsten Modul, da ich noch ein bisschen Platz brauche, noch ein paar neue Einwohner. Die kennt ihr vielleicht noch aus dem alten U-Bahn-Modul, den etwas dubios aussehenden Herrn und der Polizist, der ihn hier gleich mal überprüft. Da hinten noch ein Herr mit einer Mütze auf dem Kopf, da hinten seht ihr nochmal die Plakate noch. Hier vorne noch ein Vater mit seinem Kind und hinter auf der Treppe müsste noch eine Dame sein, die gerade runtergeht. Hier oben seht ihr auch die Glasbausteine, die so ein bisschen das Licht hindurchwerfen über diesem Union Brick Railroad Plakat. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Hier links passen, glaube ich, noch 2 Baseplates hin. Eventuell muss man die linke noch ein bisschen schneiden, aber grundsätzlich glaube ich, dass das eine Sache ist, die man einem Update hinzukriegen. 703 Einwohner inzwischen. Wir haben die 700 geknackt. Das seht ihr jetzt auch die Dame, die ich noch gemeint habe. Auch das Licht, das ich da vorhin eingebaut habe im Speedbuild. Und ich denke,
Da hinten geht es dann, wie gesagt, nicht zur U-Bahn, da hinten wird es dann zur Tiefgarage irgendwann mal gehen. Aber ich denke, das macht jetzt schon mal wieder einen riesen Unterschied. Und wir haben einen Plan, wie es hier im Untergrund weiter vorangehen wird. Bis zum nächsten Mal und tschüss.